Erste Helene Fischer, aus Liebe. Zurück in ihr altes Leben. Für Helene Fischer hat sich in den letzten Monaten viel geändert. Doch offenbar vermisst die Schlagersängerin schon jetzt ihr altes Leben. In den letzten anderthalb Jahren hatte ich zwei tolle Tourneen. Ich werde mich ein bisschen zurückziehen, verkündete Helene Fischer bei ihrem letzten Auftritt im Januar. Doch jetzt wurde bekannt, dass die Pause von Helene Fischer, 34, bald beendet sein wird. Das ZDF bestätigte, dass die Sängerin ihre Weihnachtsshow auch in diesem Jahr präsentieren wird. Helene möchte vielleicht zurück in ihr altes Leben, zurück auf die Bühne. Dorthin, wo sie sich auskennt, wo sie von ihren Fans gefeiert wird. Gerade führt sie ein Leben abseits des Rampenlichts. Sie scheint viel zu reisen, nach ihrem Winterurlaub in den Bergen ist sie jetzt angeblich in Südafrika. Sicher sehr erholsam, doch es wäre auch vorstellbar, dass sich Helene Fischer zurücksehnt ins Rampenlicht. Helene Fischer will zurück auf die Bühne. Oder gibt es einen ganz anderen Grund für ihre Rückkehr auf die Bühne? Wenn die Aufzeichnungen im Dezember wäre, hätte sie knapp 11 Monate Pause gehabt. Zeit, in der viel geschehen kann. Zum Beispiel könnte sich ihr Kinderwunsch erfüllen. Denn wie sagte die Sängerin selbst, wenn ich eines Tages ruhiger werde, möchte ich unbedingt Kinder. Und nun ist es zum ersten Mal ruhiger in ihrem Leben geworden. Ist die Zeit reif für ein Baby? Ist es bald so weit, dass uns die Sängerin lachend verkündet? Ja, ich bin schwanger. Wir wissen es nicht. Aber eines ist sonnenklar, wäre es so, würden sich Fans, Freunde und Kollegen freuen. Zweite Helene Fischer, enthüllt. Ihr süßes Geheimnis wurde gelüftet.
Juhu! Das Warten hat ein Ende. Wie nun bekannt gegeben wurde, können sich die Fans von Helene Fischer endlich auf ein sensationelles Comeback der Schlagerkönigin freuen. Was für Hammer-News von Helene Fischer. Seit Januar ist es still um die Schlagerkönigin. Helene verkündete damals, dass sie sich vorerst für eine wohlverdiente Auszeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Wie lange Helene dem Showbusiness den Rücken zukehren möchte, unbekannt. Doch jetzt die Überraschung. Helene Fischer, Fans sind ungeduldig. Der letzte Instagram-Post von Helene liegt nun bereits 2 Monate zurück. Für ihre Fans ein absolutes No-Go. So sind in den Post-Kommentaren eine Vielzahl von Anfeindungen gegen Helene zu finden. Warum sie sich so lange nicht bei ihren Fans gemeldet hat. Doch das Warten könnte schon bald ein Ende haben. Wie jetzt nämlich verkündet wurde, soll Helene ihr Comeback noch in diesem Jahr feiern. Helene Fischer, wann ist ihr Comeback? Wie nun durch der Westen Online berichtet wird. Soll Helene spätestens an Weihnachten für ihre große Helene Fischer Show wieder auf der Bühne stehen? So heißt es von dem ZDF-Unterhaltungschef. Die Helene Fischer Weihnachtsshow ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Die wir auch in diesem Jahr fortsetzen werden. Was für Jubel-News! Ob sich Helene ihren Fans auch schon vorher wieder präsentieren wird, ist nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein. Dritte Helene Fischer Florian Silbereisen, liebes Comeback. Sein Onkel packt aus. Helene Fischer und Florian Silbereisen wirken immer noch total vertraut. Das Band der Liebe war nie abgerissen. Jetzt spricht seine Familie überraschend Klartext.
Die Gefühle waren einfach stärker. Helene Fischer und Florian Silbereisend sind trotz Liebesaus noch ganz eng miteinander verbunden. Es ist die schönste Nachricht des noch jungen Jahres. Die Fans haben es schon länger geahnt und auch Freunde wundern sich nicht mehr. Über das innige, zärtliche Verhältnis der beiden zueinander. Schon bei Florians Show Schlager Champions im Januar in Berlin standen die Zeichen auf Versöhnung. Bei Helene kullerten die Tränen, sie schmiegte sich eng an ihn. Und er hielt sie mit verklärtem Blick fest. Florian Silbereisen, sein Onkel packt aus. Rührend tröstete er sie, hielt sie im Arm, als sie bewegt über ihre Trennung sprachen. Jeder konnte sehen, wie stark die Herzen der beiden noch füreinander schlagen. Von Helenes neuem Partner Thomas Sietel ist keine Rede mehr und es gibt keine gemeinsamen Fotos der beiden. Das Band der Liebe, das Helene und Florian verbindet, war nie wirklich abgerissen. Zehn Jahre Glück. Die wirft man nicht einfach weg. Selbst Georg Silbereisen, der Bruder von Florians Vater Franz, ist zuversichtlich und er bringt endlich Licht ins Dunkel, was nun wirklich los ist. Es geht Florian so ganz gut. Ich habe ihn vor zwei Tagen hier getroffen in Tiefenbach, wir haben geplaudert, verrät er. Onkel Georg steht Florian sehr nahe, litt mit ihm nach dem plötzlichen Liebesaus kurz vor Weihnachten. Was hält er von einem möglichen Liebescomeback der beiden? Ich bin kein Hellseher, aber man soll nie nie sagen. Ich denke, sie haben schon gut zueinander gepasst. Sonst wären sie ja nicht 10 Jahre ein Paar gewesen, meint er vielsagend. Dass über eine Hochzeit gesprochen wurde, gibt er offen zu. Sicher denkt man am Rande über sowas nach. Aha.